liebe Pferdefreunde hier in Neustadt, begrüßen Sie hier heute mit uns eine kleine Abordnung der Reiterstaffel der Bundespolizei aus Berlin. Aber wir werden Ihnen ein paar Kleinigkeiten aus unserem Ausbildungsprogramm zeigen und auch nachher vielleicht nochmal die eine oder andere polizeitaktische Maßnahme. Das alles heute hier unter der Leitung unseres Reitlehrers, des Herrn Polizeihauptkommissars Harald Siedler. Befindet sich mit ihrem Sitz in Berlin. Wir haben zurzeit 24 Einsatzpferde, darüber hinaus immer so circa 2 bis 3 Remonten, die wir selber ausbilden. Natürlich haben wir heute hier fertig ausgebildete Polizeidienstpferde auf dem Platz, aber nichtsdestotrotz, es sind Lebewesen. Und wir schauen mal, was wir Ihnen heute hier präsentieren. All diese Dinge sind Teilbereiche unseres Ausbildungsprogrammes, die gehören dazu. Die Ausbildung bei uns dauert für ein Dienstpferd circa ein halbes Jahr. Dann verfügen Sie natürlich über die Grundausbildung, sind aber noch nicht so gereift. Der Erfahrungswert, der kommt dann natürlich im tagtäglichen Einsatz. Was Sie hier jetzt sehen, ist die klassische Reiterkette, die wir auch nutzen, um beispielsweise Plätze einfach mal von Menschen zu befreien, sage ich mal. Das gelingt mit 6 Pferden schon relativ gut. Bei größeren Einsätzen, da sind wir dann auch schon mal mit 12, 14 oder auch 16 Pferden im Einsatz. Aber auch hier bei uns gilt der Grundsatz, Dienst und Einsatz geht vor Präsentation. Nichtsdestotrotz sind wir unheimlich stolz und freuen uns, heute hier zu sein, denn der eine oder andere von Ihnen erinnert sich noch an letztes Jahr. Da hatten wir die Generalprobe sehr schön hinter uns gebracht und dann ereilte uns die Migrationslage und wir mussten noch ein paar Tage vor der Hengstparade mit 14 Pferden runter nach Bayern verlegen, um dort polizeiliche Maßnahmen zu treffen. Vielleicht ein paar Worte zu unseren Pferden. Unsere Pferde, da stehen wir auf dem freien Markt. Wir haben dafür ein Budget von ca. 8.000 Euro pro Pferd. Bei uns kommt es nicht so sehr auf die Qualitäten in der Dressur an, sondern eher auf die verlässlichen Gebrauchspferde. Im Übrigen, das, was Sie jetzt hier sehen, ist der sogenannte Reiterkeil. In der Mitte wurde der Funkwagen mitgeführt. Sie müssen sich vorstellen, auch da könnte zum Beispiel ein Rettungsfahrzeug mitgeführt werden, wenn wir durch Menschenmengen durchgehen. Und Menschen sind eher geneigt, Pferden in dieser Größenordnung zu weichen, als sich diesen entgegenzustellen. Aber nochmal zu unseren Pferden selber. Wir bilden sie, wie gesagt, selber aus. Wir kaufen sie im Alter von ca. 3 bis 5 Jahren für ca. 8.000 Euro nach einem halben Jahr. Wenn sie dann ihre Prüfung absolviert haben, werden sie langsam in Einsatzbereiche hineingebracht, wo sie dann an Erfahrung reifen. Was wir Ihnen jetzt heute hier zeigen, ist auch so ein Teilbereich, das, was uns zum Teil auch bei demonstrativen Aktionen immer mal wieder begegnet, Rauch, hier dargestellt durch einen orangefarbenen Rauchkörper. Keine Angst, meine Damen und Herren, das ist vollkommen gesundheitsunschädlich, also keiner muss sich hier Gedanken machen, in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt zu sein. Aber Sie sehen auch schon, auch das ist eine Gehorsamsprüfung. Unsere Pferde gehen relativ gelassen durch und lassen sich auch durch diesen Rauchkörper wenig aus der Ruhe bringen. In der Mitte
der Herr mit den Lederhosen, das ist übrigens unser Hufbeschlagschmied, der Marco Flach, der hier heute auch noch ein bisschen mit Feuer spielen wird. Das ist natürlich auch sein Metier, sein Beruf. Er kann es einfach nicht lassen, er muss sich immer wieder mit Feuer amüsieren. Wer jetzt ein wenig geräuschempfindlich ist, vielleicht mal die Ohren zu halten. Ja, meine Damen und Herren, das ist auch schon ein kleiner Applaus mehr. Man hat zwar gesehen, dass eine oder andere Person mit den Ohren gesucht, das dürfen sie, das sind Lebewesen, sie dürfen auch reagieren, aber sie müssen gelassen und in aller Ruhe dort stehen bleiben. Das ist also auch unser Anspruch an unsere Pferde, denn sie müssen sich aber stellen, auch im Einsatz. Das wollen wir natürlich nicht, aber es ist nicht auszuschließen, dass es dort auch mal knallt und im schlimmsten Fall wir als Polizei, auch als Schusswaffenträger, müssen wir möglicherweise auch mal von selbiger Gebrauch machen. Und da müssen die Pferde natürlich standhaft sein. Wir nennen das Schussfest, das trainieren wir auch mehrfach in der Grundausbildung. Und Sie sehen jetzt hier unseren Schmied, er spielt ein wenig mit Feuer. Hier ist natürlich gar nicht mal so sehr der optische Reiz, der Ansporn, sondern einfach dieses Geräusch, was das Feuer macht, wenn es entzündet wird. Oder vielmehr die Flüssigkeit, die dort entzündet wird. Vielleicht können wir ja mal dann wird dieser Effekt noch deutlich verstärkt. Aber auch hier sehen Sie, die Pferde bleiben gelassen und ruhig. Aber das hängt eben auch sehr viel mit Vertrauen mit seinem persönlichen Pferd umgehen kann. Jeder weiß, was dieses Pferd zu leisten imstande ist. Und das muss man sich vorstellen, im Einsatz ist das manchmal von großer Bedeutung, großer Wichtigkeit. Mal schauen, was jetzt hier gleich passiert. Diese Luftballons sind hier bei uns nicht unbedingt für den Kindergeburtstag geeignet, das kann ich schon vorwegnehmen. Auch hier wieder die klassische Reiterkette. Ja, eine kleine Reaktion hat man gesehen, meine Damen und Herren. Und auch zur Ausstattung vielleicht noch ein paar Kollegen sind dort oben auf dem Pferd, auch in einem was ist hier denn? Ich dachte, diese Vorstellung geht hier ohne Störung. Ab da muss man ja gleich dienstlich eingreifen. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Dies ist ja die erste, zweite und letzte Aufforderung an diese Störer, die hier den Platz besetzen wollen. Das war ja so überhaupt nicht vorgesehen, meine Damen und Herren. Also wenn ihr jetzt hier den Platz nicht räumt, dann müssen wir die Reiterstaffel der Bundespolizei einsetzen. Aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Reiterstaffel, Marsch! Das wäre auch wenig beeindruckend, oder? Das war eine kleine Präsentation der Reiterstaffel der Bundespolizei. Ich darf Ihnen jetzt vielleicht noch mal die Reiter vorstellen. Vorne sehen Sie den Dexter, ein Hannoveraner, 11 Jahre alt.
Schabasch. Unsere Gute, die Venus, ein Brandenburger Pferd. Wir möchten die heute von der Bundeswehr Obermeister begrüßen. Meine Damen und Herren, einen herzlichen Applaus für die Reiterstaffel der Bundespolizei. Wir freuen uns auf diesen Venus und Recht an uns lassen und hoffen vielleicht, bis in zwei Wochen wiederzusehen. Am nächsten Samstag müssen wir leider einsatzbedingt da bleiben. Ich wünsche Ihnen noch viel Freude, viel Spaß hier auf der Hengstparade in Deutschland.